Herzlich willkommen bei Wolf International. Mein Name ist Manuel und ich möchte euch heute die X3K aus dem Hause Wolf kurz vorstellen. Ich bin hier bei einer kurzen Abendsession. Zwei Routen sind draußen, die soll auch ganz schnell raus, aber vorher muss ich euch die wichtigsten Fakten zu dieser geilen Route nennen. Wir haben im Hause Wolf ja insgesamt drei Routenserien. Da ist einmal die X-Serie, eine weichere, eine parabolische Route, perfekt für kurze Distanzen, für die Bootsangelei oder eben für Kanalangelei. Traumroute mit richtiger Player-Aktion. Demgegenüber steht unser Topmodell, die X1K, das ist eine richtige Wurfroute mit einem straffen, sehr schnellen Blank und die ist nur auf Weite ausgelegt. Eine traumhafte Route, wenn es darum geht, richtig weit zu werfen. Mein Lieblingsroutenmodell liegt dazwischen, die X3K. Und das ist in meinen Augen einfach die perfekte Allround-Route. Ich nehme sie überall mit hin, ich angle dort überall auf alle Fischgrößen und bin bisher immer absolut 100% zufrieden gewesen. Ich kann an dieser Route wirklich nichts aussetzen. Perfekte Route für alle Gegebenheiten. Warum ist das so? Die X3K ist ein Hybrid. Das heißt, sie besteht aus zwei verschiedenen Routenblanks. Wir haben einmal im unteren Griffbereich den klassischen X3K-Blank, der eigentlich ein bisschen weicher ist und ein bisschen parabolischer. Kurz oberhalb der Steckverbindung wechselt der Blank in den X1K. Ihr erinnert euch, das ist dieser schnellere Blank, der bei dem Top-Modell, dem Wurfmodell der X1K verbaut wurde. Und dadurch ist es möglich, mit dieser Route ebenfalls sehr, sehr weit und sehr präzise zu werfen, gleichzeitig aber ein Rückgrat zu haben, was toll mitarbeitet, wenn Druck drauf kommt, wenn wir im Nahbereich sind oder eben auch vom Boot fischen. Also eigentlich eine Route, die alles mitmacht. Kurze Bereiche, weite Distanzen, eben eine perfekte Allround-Route. Zusätzlich zu der X3K-Serie gibt es die passenden Spot-Routen noch. Die haben einen anderen Rollengriff. Ohne die Fensteröffnung. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass sich sonst da sehr viel Schmutz beim Sporten einfängt. Deswegen haben wir uns entschieden, einen anderen Rollenhalter anzubauen. Und für die Leute, die nicht wie ich mit 3¼ oder 3,5 auskommen, Pfund, sondern eben was für den ganz, ganz krassen, harten Einsatz brauchen wir für schwere Gewichte oder noch mehr Weite, den kann ich unser Extreme-Modelle ans Herz legen. Das sind Routen in der 4 bis 4,5 Dimension, die aber eben auch durch diesen Blankaufbau ein fantastisches Feeling zum Fisch behalten. Und ja, für einen außergewöhnlichen Einsatz sind, würde ich sagen. Ne? Also, X3K. Ich fische sie in 3¼ und 3,5. Traumhafte Route, nicht zu schwer, macht alles mit, auch kleinere Fische. Ich habe immer das Gefühl, perfekte Kontrolle zu Fisch zu haben und kann damit trotzdem richtig weit werfen, wenn es mal sein muss. Meine absolute Lieblingsroute bei Wolf. Die geht jetzt raus, wir sehen uns. Ciao.